Sega. AMD Gaming Evolved. Ja, genau das. Und damit ein herzliches Hallöchen zu einem neuen, aber auch älteren Let's Play Alien Isolation. Und wir reden jetzt auch nicht lange und starten endlich mal durch. Vielleicht? Genau. Alien Isolation. Spiel starten. Anfänger, Anfänger. Vielleicht für eine größere überlegene Chance. Ja. Nö. Wollen wir nicht. Immer noch eine Herausforderung, die sich aber meistern lässt. Ja. Das empfundene Spielerlebnis herausfordernd und furchterregend. Der ultimative Überlebenstest. Nee. Weil wir ja noch neu sind, würde ich mal sagen, wir nehmen das mal auf Mittel. Mittel. Mittel finde ich gut, ja. Nehmen wir. Ja, nehmen wir. Das kann so bleiben, oder? Sieht man was? Hört sich irgendwie lustig an. Entschuldigung. So, nee. Dann wollen wir mal gleich durchstarten. Und zwar jetzt. Überlegen auf der Versuchung. Ja, so schnell kommt man auch nicht zum Lesen. Das ist gut. Bin ich ganz ruhig. Sega Presents. Letzte Meldung vom interplanetaren Raumfrachter Nostromo. Hier spricht der dritte Offizier. Die anderen Besatzungsmitglieder. Kane. Lambert. Parker. Brett. Ash. Und Captain Dallas sind tot. Ladung und Schiff sind zerstört. Wenn alles klappt, müsste ich in 6 Wochen die Randzone erreichen. Und sollte ich Glück haben, findet mich eine Raumpatrouille. Hier spricht Ripley. Die einzige Überlebende der Nostromo. Ende der Durchsage. Alien-Isolation. Ich bin Samuels. Ich arbeite für die Firma. Es geht um Ihre Mutter. Wir haben sie wahrscheinlich gefunden, Amanda. Ein Handelsschiff, die Anisidora, hat einen Flugschreiber geborgen, von dem wir annehmen, dass er zu Nostromo gehört. Wo? Zeta Reticuli. Wissen Sie jetzt mehr? Noch nicht. Das Gerät wurde zur Sevastopol-Station gebracht. Es handelt sich um Firmeneigentum und die Firma will, dass es so bald wie möglich abgeholt wird. Die Station ist ein Versorgungslager in der Region. Sie ist eine dauerhafte Zollfreizone. Ich weiß, was es ist. Der Transit steht. Ein Kurierschiff namens Torrance macht sich in 2 Tagen in die Richtung auf. Wir brechen auf zur Stadt... Wir? Ich, ein Kollege von mir und Sie, falls Sie wollen.
Die Sache ist, als der Auftrag bei mir gelandet ist, habe ich die Akten gelesen. Ich weiß, warum Sie in dem Gebiet arbeiten, in dem sie verschwunden ist. Sie suchen noch immer nach ihr, nicht wahr? Ich habe die Erlaubnis erhalten, Ihnen einen Platz auf der Torrens anzubieten, falls Sie wollen. Vielleicht finden Sie dann endlich Frieden. Oder auch nicht. Ladebildschirm. Tasten zum Bewegen. Ich muss mir erstmal kurz hinsetzen. Kleinen Moment. Moment. So. Tasten zum Bewegen. Zum Gehen. Wie können wir uns umgucken? Hier geht man genau. E anmelden. Please section in. Torrens. MSV 7760. Ja, mal rein. Erkunden Sie Torrens. Okay. Kann man sich auch bestellen bei IKEA. Na, wie lange bist du schon hier? Geh bloß weiter. Oh, hier. Hast du Stress oder was? Das ist so, ja, wie sollen hier? Suchen, suchen, suchen. Kann man hier auch rennen? Hier. Halt die an. Mhm. Was ist hier? Kann man hier irgendwie? Genau. Alles klar. Karte. Gepäck. Was geht hier vor? Bin ich ja schon mal. Das müsste das Teil sein zum Speichern. Was ist das? Benutzen? Benutzen? Achso, aus. Macht auch super lustige Geräusche. Erstmal umziehen. Hab ich mich nicht angezogen? Ziehen Sie hier an? Hä? Hey, was? Hab ich doch, ne? Hab ich, ja, wollte gerade sagen, hab ich doch gemacht. Unten mit Floor. Ausrutschgefahr. Naja. Ja, Toiletten, ne? Oh, jetzt erstmal. Erstmal abwursteln. Entschuldigung. Tür. Ah, eine schöne Dusche nehmen. Ist doch was Feines. Bevor das richtig losgeht. Das kannst du auch aufhören. Danke. Brrr. So, und jetzt sollen wir uns umziehen. Haben wir uns nicht umgezogen? Mal aus. Ein bisschen merkwürdig. Was ist hier? Okay. So. Nehmen. Kann man hier noch was suchen? Ja, was ist nichts drin? Okay. Das ist speichern wollen wir ja auch nicht. Jetzt muss ich erstmal hier gucken, wo wir eigentlich lang müssen. So, ne? Nicht hier. Hm.
nicht mehr. Dann gehen wir mal ein bisschen weiter. Ich glaube, hier müssen wir uns umziehen, oder? Oder nicht? Oder? Nee. Mal gucken. Eieieiei. Was? Okay. Hallo? Ah, Ripley. Samuels, sind Sie früher aufgewacht? Ich benötige nicht so viel Schlaf wie Sie. Ich war gerade dabei, mir die Einrichtung der Torrents anzusehen. Ein gut instand gehaltenes Schiff. Das Modell ist sehr ähnlich zu... Venostromo. Ja, Klasse M. Ein späteres Modell, aber mit ähnlichen Spezifikationen. Ich habe im Maschinenbau einiger solcher Schiffe gearbeitet. Natürlich. Ist Taylor bereits wach? Sie ist keine erfahrene Reisende. Der Hyperschlaf könnte ihr zugesetzt haben. Hab sie noch nicht gesehen. Ich werde nach ihr schauen. Sprechen Sie mit Samuel. Okay. Haben wir uns eigentlich schon umgezogen? Ich weiß es nicht. Samuel, weiß ich gar nicht. Naja, müssen wir mal weiter gucken. Gucken. Hier ist Leiter. Kann man die irgendwie benutzen? Hallo? Nee, kann man nicht. Ein Radio, was nicht geht. Fängt doch nicht mal richtig an und der kackt mir schon in die Hose. Muss ich mal gucken, wo ich lang muss. Da, vielleicht? Taylor, guten Morgen. Ripley, es ist mit Sicherheit nicht gut. Und von einem Morgen kann ja auch keine Rede sein. Tut mir leid. Ich fühle mich scheiße. Ich habe keine Ahnung, wie Sie alle diesen Hyperschlaf regelmäßig überstehen. Man gewöhnt sich dran. Ich reise nicht oft so weit. Die meisten Rechtsexperten reisen nicht weiter als bis zur Kaffeemaschine. Wundert mich, dass Weyland Yutani es für nötig hielt, die Rechtsabteilung zu schicken. Der Verlust der Nostromo und deren Fracht hat die Firma viel Geld gekostet. Wir müssen herausfinden, was passiert ist. Wenn ich den Fall mit einem eindeutigen Unfallbericht abschließen kann, stehe ich gut bei meinen Vorgesetzten da. Tut mir leid. Ja. Das war unsensibel. Ich weiß, dass Ihre Mutter seit 15 Jahren verschwunden ist und Sie... Schon gut. Wir kriegen beide ja, was wir wollen. Haben Sie Samuels gesehen? Der ist wahrscheinlich schon seit Stunden wach. Sprechen Sie mit Taylor. Okay. Ja, sie kann gleich quatschen, aber jetzt muss ich erstmal mal gucken. Stecken zur Brücke. Annäherung an Sebastopol. Jetzt sind wir dran. Was ist das? An Taylor. Hey Taylor, ich habe Ihren Antrag erhalten. Es könnte eine Weile dauern, die Datei auszugraben und der Vorfall war von meiner Zeit bei der Firma, bei den Details bin ich mir nicht sicher. Im Jahre 2122 ging der Frachter USCSS Nostromo von Weyland Yutani verloren. Keine Spur von Fracht oder Besatzung. Mit Ausnahme eines neuen Wissenschaftsoffiziers hatten alle 7 Crewmitglieder bereits zusammen dort gedient. Dallas, Kapitän, Ash, wissenschaftlicher Offizier, Kane, in Klammern oder Kane, erster Offizier, Ripley, dritter Offizier, Lambert, Navigationsoffizier. Was für ein Zufall auch. Oh, das wollte ich nicht. Wie komme ich jetzt hier auch so cool? Ah, muss ich mal kurz Nase kratzen. Nase kratzen. Aber wo müssen wir jetzt hin? Also da lang jetzt? Ich hoffe, Sie hatten alle eine angenehme Anreise. Für eine alte Klasse M. Jawohl, Captain. In hervorragendem Zustand, Captain. War ein Wrack, als ich sie gekauft habe. Hat mich eine Menge Zeit und Arbeit gekostet, sie auf Vordermann zu bringen. Jetzt trägt sie sich selbst. Sie haben gesagt, wir nähern uns Sevastopol. Docken wir an? Ihre Kontaktperson ist Marshall Waits, korrekt? Ich werde Sevastopol rufen und den Zustieg mit ihm regeln. Gut, packen wir es an.
Keine Sorge, Miss. Ich habe heute Abend Zeit. Rein und raus. Connor, Lagebericht. ISNG geladen und kalibriert. Annäherungswinkel eingegeben. Verbinden Sie, damit ich Hallo sagen kann. Kanal offen, Hallo. Captain. Haben alle die Missionsunterlagen? Sie können die Annäherung auf den Monitoren sehen. Sammeln Sie Ihre Einsatzdokumente ein. Okay, okay. Ich glaube, das müsste hier irgendwo liegen, ne? Vielleicht da oben? Vielleicht hier? Oder nur? Einsatzdokument abholen. Ah, okay. Können wir es sehen? Auf Bildschirme wechseln. Sevastopol-Station. Ist da ein Schaden? Sieht nach Schaden aus. Auf 74 schalten, nah dran. Die Trockendockrampe ist im Eimer. Da kann ich die Torrens nicht reinbringen. Handelsschiff Torrens aus St. Clair, Kennzeichnungsnummer MSV7760. Rufen Sevastopol Verkehrsüberwachung. Wir befördern vertraglich 3 Passagiere für Weyland Yutani. Sie haben die Flugschreibereinheit der Nostromo. Wir bitten um umgehende Erlaubnis, die Passagiere an Bord zu transferieren. Over. Wait, all on the Marshall auf der Sevastopol Station. Haben ernstes Problem. Hallo Marshall? Marshall, Torrens hier, bitte um Wiederholung. Die Kommunikation der Station ist hin, also habe ich Samuels Anzug einen Funkverstärker verpasst. Ich kann die Torrens für 24 Stunden in Position halten. Bis dahin haben wir uns gemeldet. Gute Landung. Bereithalten. Mein Vertrag erwähnt keine Spaziergänge im All. Das ist der einzige Weg. Und ziemlich sicher, wenn Sie sich an meine Anweisungen halten. Druckablass. Oh, Schatz. Einfach mir nach, Taylor. Sie auch, Samuels. Natürlich. Wieso habe ich jetzt das Gefühl, dass es jetzt erstmal richtig anfängt? Gott, 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 Gott. Was ist jetzt mit den anderen Bienen passiert? Erstmal wieder zur Besinnung kommen. Wo bin ich? Bin ich tot? Erstmal aufstehen. Oh, geht ja schon los, siehst du. Glaub hier umziehen. Suchen Sie Hilfe. Entscheidung. Hilfe. Hallo. Ich muss erstmal auf die Karte kicken. Ach so. Sieht man viel.
Was? Gut, gut. An der Registrierungsrunde können Sie manuell speichern. Sie werden von Feinden in der Nähe gewarnt. Das hört sich nett an, ja. Gewarnt? Von einem Alien? Ich werde erstmal telefonieren und Verstärkung anrufen. Von einem Alien? Ich werde erstmal telefonieren und Verstärkung anrufen.